Liebe Zuschauer, die älteste römische Stadtmauer soll nach Livius von König Servius Tullius im 6. Jahrhundert vor Christus errichtet worden sein. Noch heute trägt dieses Bauwerk den Namen Servianische Mauer. Tatsächlich jedoch wurde die Stadtmauer rund 200 Jahre später gebaut, und zwar nach dem ersten Gallier-Einfall in Rom. Romani urbem altissimis mönibus circum dederunt, ne iterum a barbaris caperetur. Die Römer umgaben ihre Stadt mit sehr hohen Mauern, damit sie nicht ein zweites Mal von den Barbaren eingenommen würde. Hier die unbekannten Vokabeln. Altus, alta, altum, hoch, tief. Iterum, ein zweites Mal. Barbarus, barbari, masculinum, barbar. Ab, a, mit Ablativ, von. Die Römer umgaben ihre Stadt mit sehr hohen Mauern, damit sie nicht ein zweites Mal von den Barbaren eingenommen würde. Wir haben in der letzten Sendung den Komparativ besprochen. Wir wollen uns heute den Superlativ näher ansehen. In den meisten Fällen wird zur Bildung des Superlativs das Suffix issimus, issima, issimum an den Wortstock angehängt. Longus, lang. Longissimus, der längste oder sehr lang. Brevis, kurz. Brevissimus, der kürzeste oder sehr kurz. Felix, glücklich. Felicissimus, der glücklichste oder sehr glücklich. Doctus, gelehrt. Doctissimus, der Gelehrteste oder sehr gelehrt. Die Adjektive auf er hängen zur Bildung des Superlativs rimus, rima, rimum an den Nominativ Singular des Maskulinums an. Asper, rau. Asperimus, der Raueste, sehr rau. Pulcher, schön. Pulcherimus, der Schönste, sehr schön. Acer, scharf. Acerimus, der Schärfste, sehr scharf. Folgende Adjektive, deren Wortstock auf il endet, bilden den Superlativ mit dem Suffix limus, lima, limum. Facilis, leicht. Facilimus, der leichteste, sehr leicht. Similis, ähnlich. Similimus, der ähnlichste, sehr ähnlich. Humilis, niedrig. Humilimus, der niedrigste, sehr niedrig. Gracilis, schlank. Gracilimus, der schlankste, sehr schlank. Folgende Zusatzwörter können zur Verstärkung beim Superlativ stehen. Longe, longe justissimus, weitaus der Gerechteste. Quam, quam longissimus, möglichst lang. Vel, vel felicissimus, sogar der Glücklichste. Ne quidem, ne asperimus quidem, nicht einmal der raueste. Es gibt auch Adjektive, deren Steigerung unregelmäßig ist. Man sollte sie sich gut einprägen, da sie besonders häufig vorkommen. Bonus, gut. Melior, optimus. Malus, schlecht. Peio pessimus. Magnus groß. Major maximus.
Parvus, klein. Minor, minimus. Multum, viel. Plus, plurimum. Multi, viele. Plures, mit dem Genitiv plurium, plurimi. Manchmal wird die Steigerung auch mit magis, mehr, und maxime am meisten umschrieben, und zwar hauptsächlich bei den Adjektiven auf us mit vorangehendem Vokal, wie necessarius, notwendig. Magis necessarius, notwendiger. Maxime necessarius, der Notwendigste, sehr notwendig. Und nun zu den Adverbien. Die regelmäßig gebildeten Adverbien bilden den Superlativ, indem sie an den Superlativ des Adjektivs statt des Ausgangs us den Ausgang e anhängen. Docte, doctissime, feliciter, felicissime, pulchre, pulcherrime, facile, facilime. Besonders zu beachten ist die Steigerung folgender Adverbien, die sich nach der unregelmäßigen Steigerung der Adjektive richtet. Bene, gut. Melius, optimi. Male, schlecht. Peius, pessimi. Valde, magnopere, sehr. Magis, maxime. Multum, viel. Plus, plurimum. Paulum, wenig. Minus, minime. Die erste Stadtmauer in Rom entstand also nach 378 vor Christus. Man hat das durch Untersuchungen am Baumaterial festgestellt. Diese Mauer war bis zu 10 Metern hoch und 3 bis 5 Meter dick. Mehr als 500 Jahre später wurde der zweite Mauerring um Rom gebaut. Anlass war die Bedrohung durch die Germanen. Diese Stadtmauer hieß nach dem Kaiser, unter dem sie errichtet wurde, Aurelianische Mauer. Zwei Drittel sind bis heute erhalten. Sie überstand das Erdbeben im Jahre 442 nach Christus und die zweimalige Erstürmung durch die Goten in den Jahren 535 und 546. Die Aurelianische Mauer hatte 18 Tore und fast 400 Türme sowie zahlreiche Verstärkungen durch Häuser, Gartenmauern, Aquädukte und Grabmäler, die bereits vorher standen und einfach mit eingebaut wurden. Denn als am Ende des 3. Jahrhunderts nach Christus der Einfall der Germanen drohte, war die Staatskasse leer und man konnte dadurch an Mauerwerk sparen. Erst 1849 wurde die Stadtmauer schwer beschädigt, als Garibaldi bei dem Kampf um die Errichtung einer italienischen Republik an der Porta San Pancrazio schwere Artillerie einsetzte. In der Mitte des 9. Jahrhunderts nach Christus wurde auch das Gebiet rechts des Tiber mit der Peterskirche von Papst Leo dem IV. Von einer Stadtmauer umgeben. Bis 1870 war das Gebiet, das von der Aurelianischen und der Leonischen Mauer eingeschlossen war, groß genug für die Stadt Rom. Erst als Rom die Hauptstadt des geeinigten Königreiches Italien wurde, breitete sich die Stadt weiter aus. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Passiv der kurzvokalischen Verben der dritten Konjugation, nachdem wir das letzte Mal das Aktiv besprochen haben. Für das Passiv gilt im Präsensstamm die gleiche Regel wie für das Aktiv. Das I des Wortstamms wird vor R und am Wortausgang zu E. Wir nehmen als Beispiel wieder capere, fassen. Indikativ Präsens Passiv, capior, caparis, capitur, capimur, capimini, capiuntur. Konjunktiv Präsens Passiv,
Capiar, Capiaris, Capiatur, Capiamur, Capiameni, Capiantur. Indikativ imperfekt passiv. Capieba, Capiebaris, Capiebatur. Capiebamur, Capiebamini, Capiebantur. Konjunktiv imperfekt passiv. Capara, Capareris, Caparetur. Caparemur, Caparemini, Caparentur. Futur passiv. Capia, Capieris, Capietur. Capiemur, Capiemini, Capientur. Der Infinitiv passiv heißt Capi. Capere, Capio, Cepi, Captum sind die vier Stammformen des Verbums. Wir übersetzen jetzt noch einen Satz. Opita non conlocantur quadrata, nec procurrentibus angulis, set circuitionibus, ut hostes ex pluribus locis conspiciantur. Der Hauptsatz heißt, opida non conlocantur quadrata, nec procurrentibus angulis, set circuitionibus. Darauf folgt ein mit ut angeschlossener Nebensatz. Prädikat des Hauptsatzes ist conlocantur, sie werden angelegt. Wer wird angelegt? Oppida, die Städte. Wie werden die Städte angelegt? Nun quadrata nec procurrentibus angulis, set circuitionibus. Nicht viereckig, auch nicht mit vorspringenden Ecken, sondern mit Biegungen. Das Prädikat des Nebensatzes heißt conspiciantur, sie mögen erblickt werden, steht im Konjunktiv, der durch ut das damit bedingt ist. Damit wer oder was erblickt werde? Hostes, die Feinde. Von wo aus? Ex pluribus locis, von mehr Stellen. Der ganze Satz: Die Städte werden nicht viereckig, auch nicht mit vorspringenden Ecken, sondern mit Biegungen angelegt, damit die Feinde von mehr Stellen aus erblickt werden. Und damit für heute auf Wiedersehen.